Ja, aber ich habe die gerade alle auf einmal rausgezogen in mein Inventar. Das hat mich gerade dann doch ein bisschen verwirrt. Leder, Lehm und Metallbarren. Hallo. Ja. Hallöchen an die ganzen Neuankömmlinge jetzt hier im Stream. Auch nochmal an die ganzen neuen Follower. In der Kiste. An XMBTSX und Icotrolls und Jojo900. Echi, nicht flirten. Und an Xanax vor allen Dingen. Lass mich. Guten Abend, herzlich willkommen bei dem Stream. Richtet euch schön ein. Was? Vom F13-Stream vor keine Ahnung wann. Was? Ach so, gegen das Echo machen soll, okay. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Vielleicht einfach mal ein bisschen weniger empfindlich einstellen. Das hilft es dann auch schon. Das ist Hallöchen, Amethyst Aurora. Dein eigener Server oder ein Public-Server? Das ist unser Server, aber der ist nicht von mir. Müsst du vielleicht mal, ich weise da gleich mal Ecki drauf hin. Beziehungsweise ich frage einfach mal nach, wenn es soweit ist, dass wir mal alle beisammen sind vom Server und dann gucken wir mal, ob wir Leute drauf lassen. Was wollte ich denn jetzt? Seide holen? Wenn ich das ja, ich bräuchte auch noch was Cooles, Ecki. Und zwar bräuchte ich, warte mal. Was ist das denn? Ich will nur wissen, wo ich es herkriege. Ja. Lehm. Lehm. Lehm kriegst du aus dem Crafter, glaube ich. Ja. Aus dem Crafter? Ja, aus diese Dingens. Wo denn abbauen? Aus dieser Dingens, also Ecki. Was? Ja, Rohstoffe, da hast du Lehm. Und da musst du Kaktussaft, ja, musst du erstmal lernen. Aber wenn du bei den N-Gramm-Punkten schaust. Lehm. Ah ja, ich sehe es gerade. Zerstoßen von Hand. Von Sand und Kaktussaft in einem Mörser hergestellt. Wo kriege ich denn Sand und Kaktussaft her? Geh mal auf diese N-Gramm-Punkte und auf 1, da kannst du da die ganzen Sachen erlernen und die kannst du dann in diesem S-Plus-Crafter herstellen. Ist zumindest das Einfachste. Ist bei dem ersten N-Gramm-Punkt. Ja, was ist da? Ja, da hast du halt das Salz und den Kaktus. Ach, guck mal, Salz. Am besten alles einmal erlernen und die kannst du, wie gesagt, dann halt herstellen in diesem in dieser Phönix-Statue da. Wo ist denn hier das Kaktusgedöns? Kaktus, Kaktus, Kaktus. Dieses grüne Dingsi da. Das, ach, da oben, Kaktus-Sap, okay. Hier liegt Jana, hi. Ach, guck mal, okay. Und jetzt brauche ich wieder eine ganze Menge Stroh und den ganzen Kram. Das ist ja auch eine Macherei hier. Ich nehme euch mal ein bisschen Stroh und Fasern einfach mal mit. Damit ihr vorankommt. Hin und her rennen bis zum Get-No. Also wir brauchen Stroh und wir brauchen... Was ist das denn? Achso. Wir brauchen Stroh. Und Feuerstein. Okay, Feuerstein haben wir noch genug. Brauchen wir noch Stroh. Holz und Leder brauche ich jetzt noch für mein Zelt. Da baue ich das irgendwo bei euch hin. Caro, hast du noch irgendwo Stroh? Ich habe nämlich nur noch 21. Ich weiß nicht, ob das so jetzt unbedingt reicht. Aber ich probiere es mal. Nee. Guten Abend, Siul14, Didi07 und Destiny Kill. Dankeschön für deine, beziehungsweise für eure Follows. Herzlich willkommen bei der Kartoffel Army. Ich bin schon wieder zu schwer. Warum ist das Ding schon wieder an? Windmühle, da. Öffnen, 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 öffnen. Zelt. Ha. Was? Wie viele Folgen? Achso, ja, natürlich. Babypuder, 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 Babypuder. Was ist das denn? Unnusslos. Moin Moin, wollte mal fragen, ob sich das Spiel nun zum Release performancemäßig verbessert hat. Ja gut. Ich hab's vorm Release noch nicht großartig gespielt gehabt. Ecki.
Was würdest du denn sagen? Hat sich das Spiel performancemäßig verbessert? Das hat schon das hat gerade eben schon ein Freund gefragt, aber ich habe zu ihm gesagt, ich habe bis jetzt überhaupt nichts gemerkt. Es lässt sich genauso spielen wie vorher. Vielleicht ist dein Freund der unnutzlos im Chat hier gerade. Böser Bub, du. Nee, Quatsch. Nee. Es wurde gerade gefragt. Wollte mal fragen, ob sich das Spiel nun zum Release performancemäßig verbessert hat. Wieso? Ich habe bis jetzt nichts gemerkt. Muss ich ehrlich sagen. Also scheinbar nicht, mein Guter. Es spielt sich genauso wie vorher. Es spielt sich genauso wie vorher und es wird sich da auch nichts dran rütteln. Nein, das bleibt alles so, wie das ist. Mach mal hier eine auf Baywatch. Oh Gott, bitte nicht. Doch. Eki, hast du die zwei Spitzhacken in den Mantis reingelegt eigentlich? Ja, Spitzhacke und eine Axt müsste bei Mantis drin sein. Nee. Oh, Spitzhacke nicht, aber die Axt ist drin. Ja. Genau. Nee, Spitzhacke habe ich hier rausgenommen. Weil jetzt bräuchte ich die Spitzhacke. Okay, ich bin auf... du könntest mir auch entgegenkommen. Ja, warte mal, ich bin nämlich gerade am überlegen. Kann ich da einfach ganz normale Spitzhacke reinmachen, weil ich habe ja selbst eine. Okay, gut, dann mache ich die da jetzt einfach mal rein, guck mal, wie lange die das durchhält. Ich bin gleich da. Und ich muss ja nicht die ganze Zeit deine Ressourcen hier verbrauchen, wenn ich das quasi selbst machen kann. Alles gut. Guck mal, wie ich laufe. Ein Video und einen mega langen Kommentar, später bin ich wieder da. Da bin ich mal sehr gespannt, den lese ich mir später mit Sicherheit noch durch. Es wird dunkel. Der Stiefelkaka. Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen bei der Kartoffel-Army. Ach so, Babypuder. Okay, das Babypuder-Lied. Jetzt habe ich es auch verstanden. Oh, da baut irgendjemand. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Vielleicht habe ich auch einfach abgebaut. Glaub, kann das auch sein? Naja. Alter Ecki. Was? Jo, schieß dann. Ja, tschüss. Ich bin gleich da. Man merkt's nur ganz schwierig. Warte, ich geh nochmal kurz zum Mantis und bin dann nochmal vor dir da. Moment. Nein. Ich schaffe das. Nein. Ich bin gleich da. Bin gleich da. Ecki, ich glaube, es wird nicht besser dadurch. Wenn du langsamer redest, wird es nicht schneller. Nein, ich komme da nicht hoch. Ach jetzt, ich bin da. Oh. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal noch Stroh. Ach so, da ist es drin. Kleiner Moment. Da? Wo denn da? Was willst du denn da reinmachen? Wo? Oh, Stroh. Nice. Das bringt mich doch direkt mal weiter. Boah. Was denn? Ja, ich mach da gleich alles, weil ich brauche das ja bestimmt noch öfter, dieses Lebenszeug. Ja. Das heißt, ich schreibe erstmal la 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 la. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Ei. Das sind zwei belegte Brote. Eins mit Schinken und eins mit Ei. Gute Nacht, Pia. Eisgekühlte Karo. Nee, bitte nicht. Oh Gott. Karo darf nicht eisgekühlt sein, sonst kriegt Karo kalt. Okay. So, sonst kriegt sie kalt. Ja, das möchte ich nicht. Am Po, genau. Ah, der Pop ist. So, wo darf ich mein Zelt hinstellen? Wo darf ich schlafen? Da nirgends. Dort beim Feuer. Da? Ja. Irgendwo. Okay. Da rein? Nö. So, kann da jetzt irgendwas Gefährliches? Ich kann da rein. Ist das cool. Und schließen. Caro, guck mal. Bitte. Oh, hallo. Hallo. Da muss ich noch ein Bett reinmachen. So, kann das hier Ding jetzt irgendwas? Alter! Ecki, guck mal! Ja, wo bist denn du? Pass auf! Nee, ich stell dich nochmal in dein Zelt. Oh, ja, warte. Ja. Pass auf, jetzt kommt's. Du bist gerade hingefallen. Ah.
Bist du ausgeloggt? Ja. Ich hasse das Internet. Alter, das Vieh ist voll brutal. Passt ja auf mich auf. Ja, du liegst direkt vor deinem Zelt, quasi in deinem Zelt. Es sieht wunderschön aus, wie du das gemacht hast. Siehste, gekonnt. Aber Caro, guck mal, wir haben jetzt was zum Viecher betäuben. Was denn? Hier den. Weißt du warum? Pass auf. Hast du es gesehen? Ich bin hingefallen. Sieht noch gar nichts. Caro hat nicht aufgepasst. Toll, toll. Ich bin hingefallen. Pass auf jetzt. Das sind Giftpfeile, das heißt, das Vieh kann sich auch noch ziemlich gut wehren, du. Der Test sagte, es war gerade eben schon wieder ein Update. Andere Menschen lesen, Sassi liest. Ja, ist echt so. Okay, dann mache ich mich doch jetzt mal an dieses, an den wunderschönen Kühlschrank ran. Jetzt, wo ich den Sattel habe, das Ding meiner Begierde. Und dafür brauchen wir 25 Kristalle, 120 Metallbarren und Polymere. Polymer? Kriegst du am besten aus Mantises raus. Polymer. Mantises? Mantises. Was heißt denn aus Mantises raus? Muss ich dafür Mantises farmen oder was? Also töten? Ja. Ja, am besten mit dem Drachen. Kriegst du am besten hin, am schnellsten. Habe ich zumindest jetzt heute gemerkt gehabt, habe ich zwei Mantis getötet und habe echt viel Polymer rausbekommen aus den Dingern. Organisches, und das muss halt noch einmal umwandeln in normales Polymer. Denn. Okay, jetzt mache ich mir erstmal noch ein paar Spitzhacken. Denn Spitzhacken sind... Ach, ich dehydriere schon, okay. Musst du was trinken, Rocke? Ja, ich bin gerade ins Wasser geplumpst. So, und jetzt gucke ich erstmal bei Herstellung so ein bisschen. Ich brauche eine Spitzhacke. Oh, warum wird eigentlich diese Metallspitzhacke nicht angezeigt da? Weil du die in der Werkbank herstellst. Ach so, ja klar. Das sag ich auch immer. Okay. Macht Sinn. Habe ich letztens gerade noch zu Caro gesagt. Und das andere Ding muss ich noch lernen. Und zwar die Metallaxt. Und jetzt haben wir gleich auch drei davon. Bin gerade wirklich muffinlos. Keiner da. Oh. Wer tut dir nur sowas an? So. Jetzt haben wir hier so ein paar Sachen. Ich kann mich doch bestimmt mit dem Mantis zusammen teleportieren lassen, ne? Richtig, genau. Gut, dafür muss ich einfach nur zum Teleporter und das Vieh da draufstellen und teleporten. Genau. Ezra backt Muffins für uns, ja! Muffins. Nee, nee. Oh. Und zwar müssen wir... Ich pack da oben nochmal, wo wir gerade eben waren, nochmal so ein... Teleporter hin. Ich glaube, das ist ganz cool. Das finde ich wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Ja. Weil da ist auf jeden Fall mehr Kristall. Kann natürlich aber auch sein, da wo wir vorhin waren, dass da Kristall abgebaut worden ist, da ja die Schwester von Seetest Kristall braucht. Wieso braucht die so viel Kristall? Weil ja große Fenster so schön sind. Ach so. Da waren die los und haben Kristall gefahren. Das kann natürlich deswegen sein, dass da jetzt keine sind. Nee, das geht nicht.
Aber es ist schon beeindruckend, wie schnell das ganze Farmen hier geht, wenn du einfach so ein Dino dabei hast, ne? Und ja, vor allen Dingen, was es für Unterschiede gibt zwischen dem Dino und sich selbst halt quasi. Ah, jetzt ist auch noch unsere Metallspitzhacke kaputt. Fast jedes Dinochen in dem Spiel hat eigentlich irgendwie einen Sinn. Fast. Ja, so muss ja ein Spiel auch aufgebaut sein, da wird es nicht so langweilig, ne? Und gute Nacht, Chiyo! Gute Nacht, ja. Bin wieder da. Sassi, man macht ja auch nicht abends seine Hausaufgaben, man macht seine Hausaufgaben mittags, nachmittags. Wenn man heimkommt. Genau, wenn man heimkommt, um die Gehirnwachigkeit hochzutreiben. Lacht mich nicht aus, Ecki. Ich lach dich nicht aus. Ich lach immer nur mit euch dir. Mit euch dir? Darf ich mir bei euch einmal ein paar Sachen wieder leihen, ja? Nee. Die ich euch gerade längst gebracht habe? Ja, ausnahmsweise. Okay. Warum hatte sie denn heute Mittag keine Zeit? Heute Mittag musste sie sich von der Schule ausruhen bestimmt, ne? Nur um dann heute Abend wieder vor dem Schlafengehen den Kopf zu zerbrechen. Und wahrscheinlich morgen früh dann auch wieder direkt und morgen Mittag dann wieder und morgen Abend und was weiß ich. Warum der Kopf zerbrechen? Ja, weil sie Hausaufgaben macht. Oh. Alter, 318 Metall. Dann los jetzt. Das sollte erstmal reichen. Ich kann das... Oh, ich kann das gar nicht reinstellen. Oh, hier ist mal die Safe. Satis. Ah. Sehtest? Sehtest. Wo ist er? Hallo, Caro. Sehtest. Oder ist er bei dir? Nee. Nee. Bei mir ist niemand. Ich bin nämlich gerade bei dir. Brauche ich, wenn irgendwas kaputt ist, so eine Spitzhacke oder sowas, ne? Ist es dann billiger, das einfach wieder zu reparieren? Ja. Ah, okay. Die Jetzt verstehe ich den Sinn nochmal dahinter. Kann ich da auch meine Karo reinstellen? Karo. Kann ich aber meine Karo reinstecken? Was reinstecken? Nö. Oh. Kann ich da mit ihr da reingehen? Ja. Und jetzt fallen lassen. Da drin. Ja! Caro ist da drin.